Grüß euch, ihr beiden Raketen. Grüße, grüß mich. Wie es unschwer zu erkennen ist, ist heute wieder Challenge-Time. Und was zu machen ist, ist auch unschwer zu erkennen. Die Challenge heißt, wer ist schärfer? Wir sind hier bei Curry und Chili. Hier dürfen auch Männer weinen. Ich bin gespannt, ob es euch die Tränen in die Augen schießt. Wir haben... Diese Bude hat 10 Schärfe gerade. Davon machen wir 5. Wir steigern uns also langsam, fangen mit dem ersten an und gehen dann zu 4, 6, 8 und gegebenenfalls 10 hoch. 7,7 Millionen, ne? 7,7 Millionen Gewinn ist die schärfste, haben wir uns sagen lassen. Ja, ist, glaube ich, nicht ganz so wenig. Jeder isst 3 Stücken. Und wer zuerst aufgibt, verliert. Nur. Ne? Einsatz. Ich würde schon den gelben hier zücken. Ich setze 150, muss die Würstchen ja schon bezahlen. Na. Das ist ein Deal. Verlierer zahlt ja immer. Den krieg ich auch. Ja gut, dann lasst euch die ersten 3 Stücken, denke ich, mal schmecken, ne? Ich probiere gleich auch mal so ein Stück und gucke, ob das schon scharf ist oder nicht. Nilla hat gleich die ganze Wurst am Verpackung schon wegmalucht. Der hat heute mal wieder richtig Hunger. Und? Jetzt wird jetzt so, Stufe 1 war. Ist jetzt schon am Knallen. Der Hunger ist schon mal gespürt. Ich habe eine Stufe 4 Schluck auf. Nicht dein Ernst. Das ist kein Witz. Von Schärfe krieg ich Schluck auf. Freunde, zweite Runde. Stufe 4, Nightmare. 180.000 Scoville. Und Abfahrt. Probieren würde ich es, glaube ich, auch noch, wenn mehr als 6 Stücken drin sind. Oh, Lilla hat schon 3 Stücke gleich weg, sag ich mal, oder? Und hier neben, da war nichts drauf. Warte, ich gehe noch ein bisschen nach. Nicht, dass mir irgendwie Schummelung unterstellt wird, wie manche andere sagen. Die merkt man schon auf jeden Fall stärker, aber eins gönne ich mir noch. Das Problem ist, der Mensch hat einfach keine Schmerzen. Das ist, kannst du nicht gegen den spielen. Also ich muss das auch probieren, weil sonst kann ich ja nicht beurteilen, ob die beiden hier... Aber es geht noch. Ist noch heiß? Noch merke ich es nicht, aber... Ich auch mal richtig rein in eine Bonanza. So, Jungs. Stufe 4 war, jetzt sind wir bei Stufe 6. Pepper King. 400.000 Scoville, das sind dann, ist ein bisschen mehr als das Doppelte von vorhin. Das riecht man noch diesmal schon. Habt ihr noch so einen leichten Nachgeschmack von vorhin im Mund, oder schon geht's. Alles... Oh, aber die Frucht ist lecker. Die ist fruchtig lecker. Kann ist so Jalapeno oder so, schmeckt so ein bisschen. Schön fruchtige Schärfe. Oh, freue mich schon drauf. Der läuft mit seinen 3 Dingern dann auch durch. Komm, Freunde, damit das hier auch... Welchen möchtest du noch? Jungs, neue Runde, Stufe 8. Ich glaube, Mad Dog heißt das Gerät. Mad Dog. 1 Million Scoville, also das 2,5-fache von vorhin. Ich muss sagen, das ist heftig. Die Stufe vorhin mit 400.000 war für mich schon scharf. Ich bin gespannt, wie ihr die 3 jetzt wegmacht, die 3 Stücken. Oh, Nillenberger muss auch einmal kurz einatmen, das finde ich gut. Geht doch nicht. Vielleicht schafft ihr es auch beide auf die Ohren da hinten. Ich kann Tat trinken auch lang. Das ist doch das zweite Stück. Komm, einmal. Ich freue mich schon auf 7,7. Stufe 10, Gold Edition, heißer Kram. 7,7 Millionen Scoville, grüß mich. Ihr seht ja, wo das leckere Söschen ist, in dem Sudi. Die Dame hat gerade gesagt, wenn sie es nur auf der Hand hat, hat sie abends eine dicke Hand und 2 Stunden Schmerzen. Ich bin gespannt, wie es bei euch innen dann aussieht. Und jetzt, ich wünsche euch beiden sehr viel Spaß. Oh, Nille mal hoch direkt. Boah, wow, ist heiß! Ja, und Nilla ist 3 Stücken weg. Du bist durch mit dem Ding. Wenn du jetzt noch runtergeschluckt hast, dann
Hast du schon mal einen Unentschieden sicher, sag ich mal. Bam! Stark gemacht. Mir flackern die Augen jetzt schon, Alter. Eins nehme ich noch. Ich sag mal so, das ist nur das Siebenfache von vorhin. Jo, hier haben wir noch. Jo, hier ist überall was drauf. Nur scharfe schon. Ja, ich sage jetzt schon mal Respekt. Egal wie das in einer Stunde hier bei euch aussieht. Wenn die Dinger. Boah, die brennt nach. Wenn die Dinger runtergeschluckt sind. Könnt mich alle am Arsch lecken. Alle. Ja, Jungs. Ich mache euch morgen ein Foto von meinem Flattermann. Das geht so durch. Ich hätte es nicht gedacht, dass ihr beide Stufe 10 packt. Hätte auch nicht gedacht, dass er das Ich freue mich trotzdem drauf, wie es bei euch in 5 Minuten aussieht, weil ich glaube, die hat noch ein bisschen Nachdampf. Jeder von euch kriegt seine 150 Flöckchen zurück. Das war, glaube ich, ein faires und gerechtes Unentschieden. Oh! Du gar nicht? Oh, mir flattert die Scharf ist schon. Also es ballert schon krass. Ja, Adrian, was sagst du? Nein. Ja, aber auf jeden Fall extrem scharf. Die Fresse brennt richtig. Bei uns beiden, ich glaube, wir sehen noch nicht mehr ganz gesund aus. Aber wir haben es beide geschafft. Unentschieden, in dem Fall denke ich wieder gerecht. Haben beide hart geackert. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Gefällt mir da. Kommentiert, ob ihr auch gerne scharf esst und schaut auf jeden Fall mal vorbei hier im Chili und Curry im Wedding. Geiles Ding. Stufe 1 bis 10. Ich will auf jeden Fall noch an die Wall ran hier. Daumen hoch, Zunge rauf.